Hin und wieder kommt es vor, dass ich über die Dastar gefragt werde, ob ich in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart Probleme hatte oder habe. Seit meiner Kindheit trage ich meine Dastar, angefangen mit dem sogenannten Patka. Seit meiner 9. Klasse habe ich das Gefühl bekommen, dass ich meine Dastar erweitern musste. Und habe dann einen rund geformten Turban getragen. Seit diesem Zeitpunkt an habe ich sowohl in der Schule als auch in meinem Freundeskreis das Gefühl bekommen, dass ich angenommen werde, dass ich akzeptiert werde, dass ich in der Gesellschaft angekommen bin. Und es war eine sehr, sehr emotionale, aber auch eine sehr erleichternde Situation und Zeitpunkt für mich gewesen. Weder noch zu diesem Zeitpunkt in der Schule oder auch in meinem Fußballverein habe ich großartige Probleme mit dem Patka oder auch mit meinem Dastar gehabt. Aber natürlich kommt es auch in der Gegenwart, zum Beispiel in der Fußgängerzone, oder auch in den U-Bahn-Haltestellen vor, dass man von der Seite einen blöden Spruch zu hören bekommt. Wieso ist das der Fall? Wieso kommen diese Sprüche? Weil unsere Mitmenschen nicht wissen, wer wir sind, woran wir glauben, warum wir eine Dastar tragen, was sich unter der Dastar befindet. All diese Fragen müssen wir unsere Mitbürgern beantworten. Unsere Mitbürger haben das Recht zu erfahren, wer wir hier sind. Wieso wir eine Dastar tragen. Wenn wir diese Fragen nicht beantworten können, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir von der Seite vielleicht blöd angeguckt werden oder auch in den Schulen von unseren Mitschülern gehänselt werden. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit dieser Thematik uns beschäftigen. Und eines möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Ich habe mich dieser Herausforderung gestellt. Diese solltet ihr auch tun. Solange wir eine hervorragende Bildung haben, sind wir auf der sicheren Seite. Sei es mit einer abgeschlossenen Ausbildung oder auch mit einem Studium. Denn die großen und etablierten Unternehmen schauen explizit auf die Qualifikation jedes Einzelnen. Ich appelliere an unsere Sikh-Jugendliche, Brüder und Schwestern, dass ihr euch mit dem deutschen Bildungssystem euch auseinandersetzt, euch qualifiziert, aber auch euch über die Thematik der Sikhi beschäftigt, damit ihr unsere Mitbürgern jegliche Fragen, die auf die Sikhi zurückzuführen sind, beantworten könnt. Und auch wenn ihr hier Schwierigkeiten habt, könnt ihr euch gerne auf dem YouTube-Kanal von Sikh-Verband Deutschland wenden oder auch schriftlich dem Verband eure Fragen stellen. Und der Verband wird euch garantiert in jeglicher Art und Weise zur Seite stehen. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.